mein erstes Bundesliga-Tor habe ich mit dem KSC hier in Hannover gemacht. Ist rein zufällig so passiert. Jetzt spiele ich hier, ist auch was Besonderes, weil man halt immer weiß, auf dieses Tor habe ich meine erste Bude gemacht. Ich weiß noch genau, langer Ball, Joshua Kennedy verlängert, ich laufe allein drauf, schieß, floh durch die Füße, zack, Tor. Ah, das vergisst man nicht, das weiß man immer. Ich wollte mich sportlich, aber auch persönlich weiterentwickeln. Und da war Hannover, ja, die große Interesse damals hatten, mich zu verpflichten, war dann doch die richtige Entscheidung. Ich bin ja hierher gezogen mit meiner Freundin, die nachgekommen ist. Das war für mich sehr wichtig, weil ich eigentlich ein sehr familiärer Mensch bin, habe einen engen Kontakt zu meiner Familie und zu meinen Freunden. Ich mag Hannover als Stadt sehr, weil du hast hier alles in der Stadt, was du brauchst für eine Großstadt. Klimatechnisch könnte man ein bisschen dran arbeiten, weil da war es doch immer mit das eine oder andere Grad wärmer im Süden. Von dem her, aber da kann ja die Stadt nichts für, aber ansonsten fühle ich mich ganz wohl hier. Atmosphärisch ist es sehr gut in unserer Mannschaft. Also wir haben immer einen Scherz auf Lager, der eine oder andere. Ich komme gut klar mit allen eigentlich. Klar, mit Jan Schlaudraff, Koka Rausch oder Moritz Doppelkamp. Wir unternehmen auch privat sehr viele. Aber wir sind auch einer der Hauptinitiatoren, wenn es um Späße oder Scherze in der Kabine geht. Mit unserem Zeugwart haben wir es ab und zu, der den einen oder anderen Scherz ertragen muss, auch mal in die Wäschetrommel geschickt wird und dann hier rumgefahren oder sowas. Zu Beginn, als ich nach Hannover kam, war es das Erkennen auf der Straße relativ gering. Dann natürlich durch unsere tollen Auftritte in Europa und auch durch die gute Saisonleistung wurde es immer mehr. Verwechselt werde ich auch ab und zu mit unserem norwegischen Torjäger, mit Mor Abdellaue, kommt dann schon der eine oder andere Autogrammwunsch. Aber wir haben jetzt so vereinbart, dass wenn er mit mir verwechselt wird oder ich mit ihm, ich einfach mit Mor unterschreibe und er mit Stindl. Also Kneipensportart steht auf jeden Fall Kickern ganz oben bei mir auf der Liste. Ich will mich jetzt nicht in den Himmel hochloben, aber ich bin ein sehr guter Kickerspieler und schwer zu schlagen am Kickertisch. Mein schönstes Spiel in den letzten Jahren war natürlich das Europa League-Spiel in Kopenhagen. Allein von dem ganzen Drumherum, wie viele Leute uns da hinterhergereist sind nach Kopenhagen. Es war wahnsinnig, wie viele Hannover-Fans da dabei waren. Und dann natürlich noch mit dem Tor, das mir gelungen ist, dass ich auch nicht jeden Tag schieße. Insgesamt war das ein sehr gelungener Auftritt von uns. Ja, der Torjubel war natürlich auch was Besonderes, habe ich mir was überlegt. Ich kann einen gewissen Teil aus dem Lied zitieren mit der ersten Runde Bukarest, zweite Runde Rom und dann kommt dieser sogenannte Text, in Kopenhagen schellt das Telefon und ja, somit kam auch dieser Torjubel zustande. Also ich weiß nicht genau, was es mit dem Lied auf sich hat. Ich glaube, der Ursprung liegt sogar beim Karlsruhe SC damals, die in den Europapokal eingezogen sind, ich glaube in Bukarest und dann beim AS Rom gespielt haben und dann in Kopenhagen. Und aufgrund dieser Reise haben sie dieses Lied gedichtet und das so sinnbildlich für alle Mannschaften, die in Europa jetzt unterwegs sind. Ganz kurz, das weiß ich auch nicht 100%, müsst ihr nur mal googeln oder so. Ich habe nur mal sowas im Hinterkopf gehört. Ob das jetzt der Wahrheit entspricht, hat sich zwar gut verkauft, so wie das Trikot vorhin. Erster Eindruck ist sehr positiv, optisch macht es was hin, fühlt sich auch gut an. Ich denke, gerade der Flock hinten drauf, stylisch gelungen nennt man das heutzutage. Ja, von dem her, ich hoffe jetzt, brauchen wir nur noch Erfolg in dem Trikot, dann passt das alles. Wenn es was zu feiern gibt, dann feiern wir natürlich auch ein bisschen. Ich will mich jetzt nicht als Feierbeast bezeichnen, aber ich bin auch keine Spaßbremse bei Necken. Natürlich wünsche ich mir, mit Hannover weiter international vertreten zu sein, mich persönlich weiterzuentwickeln, ab und zu vielleicht das Tor häufiger zu treffen, weil ich da doch ausbaufähig bin und die Entwicklung so weiter fortzuführen. Applaus